Hallo, guten Morgen. Der erste Schnee ist oben auf den Bergen angekommen. Ich glaube, es ist ein guter Moment, mal mit einem Haufen Marketing-Mythen und sonstigen Mythen der Online-Coaching-Szene aufzuräumen. Es wird so viel erzählt. Es wird dir so viel weiß gemacht, es wird dir so viele Lösungen aufgezeigt, so viele Strategien, wie du endlich mit dir, mit deinem Leben erfolgreich werden kannst. Natürlich auch mit deinem Business. Und dieses Wie ist wichtig. Ich sage nicht, dass es wichtig ist, nicht wichtig ist. Aber ich sage auch, das Wie kommt an zweiter Stelle. Weil wer tut das Wie? Es ist so, so entscheidend. Und das ist eben auch der Grund, jetzt habe ich vergessen, in meiner Gruppe zu teilen. Kleinen Moment. Mache ich das auch noch schnell, wenn ich es hinkriege. Jetzt. Genau. Und es ist so wichtig, wer macht das? Wer bin ich gerade? Welche Persönlichkeit ist hier gerade am Start? Welche Version von mir ist hier gerade am Start? Und wir sind alle in unendlichen Versionen, Psychologie nennt es Rollen von uns unterwegs. Und wir glauben tatsächlich, dass es um die Rollen geht, die wir annehmen, die Rollen geht, die wir spielen, die Rollen geht, die wir verkörpern als Mama, als Businessfrau, als Unternehmerin. Und ich bin quasi in verschiedenen Rollen unterwegs. Und mit diesem Mythos möchte ich als allererstes mal aufräumen. Hi, guten Morgen. Ja, du bist die eine. Du bist die eine. Und dass du in verschiedenen Rollen unterwegs sein musst und dass du nicht dich selbst sein darfst, ist schon mal falsch. Also, und das zweite Problem ist, wenn du dir erlaubt hast, dass du du selbst sein darfst, wer ist denn du selbst? Welches Selbst darfst du denn sein? Und die wenigsten Menschen haben sich Zeit und Energie dafür genommen, herauszufinden, mit welchem Selbst, als welches Selbst, mit welchem Selbstbild sie über diesen Planeten laufen wollen, sie über dieses Leben laufen wollen. Und das ist der erste Schritt. Das ist so wichtig, das ist so unweigerlich wichtig, dir klar zu machen, dass du jedes Selbst sein darfst. Aber es gibt ein höheres Selbst und da ist eben auch noch nicht so ganz verstanden worden, was dieses höhere Selbst ist, weil wir tatsächlich noch glauben, es sei irgendwas, was außerhalb von unserer Kontrolle liegt, was außerhalb von, wo wir gnädig sein müssen, das so ist, dieses höhere Selbst ist so wie dieses Seelenwort, dass wir das Gefühl kriegen, da ist was außerhalb von uns und da muss ich dann wirklich ganz gut und richtig sein, damit ich das verstehe, wie das läuft mit diesem höheren Selbst und mit dieser Seele. Und da brauche ich ganz, ganz viel Spiritualität, damit ich das Ganze umsetzen kann. Und auch das ist wieder ein Mythos, weil du hast einfach zwei Perspektiven, die für dich in Frage kommen. Die eine Perspektive ist diese Perspektive, die du bekommen hast hier aus der menschlichen Ansicht, aus der Ansicht von den Menschen. Und es ist auch diese Ansicht, wo du dir sagen lässt von anderen. Es ist eine Ansicht, die sich auf das bezieht, auf dich, die nicht gut genug ist, die fehlerhaft ist, die noch was lernen muss. Und wenn du aus dieser Ansicht heraus versuchst, dich coachen zu lassen, versuchst, dich besser machen zu lassen, versuchst endlich erfolgreich zu sein, versuchst endlich deine Traumseelenpartnerschaft oder was weiß ich nicht was zu kriegen, dann wirst du hier eine never-ending Story fahren von ich bin halt immer noch nicht gut genug, weil das ist deine Identifizierung. Das glaubst du tatsächlich. Und wenn du sagst, nö,
Und so eine war ich übrigens auch. Nee, ich weiß, dass ich gut bin. Ich habe so und so einen Lebenslauf hinterlassen und habe so und so Dinge gemacht im Außen und habe so und so gezeigt, wie gut ich bin. Aber das Ganze hat damit überhaupt nichts zu tun, wie du tatsächlich überzeugt davon bist, wie gut du bist. Und solange da noch ein kleiner Schleier, ein kleiner Überzeugungsschatten, das ist nämlich das einzige Schattending, das da wirklich übrig ist, solange das da noch bei dir wirkt, bist du halt in dieser Persönlichkeit, in dieser Identität, dass du nicht gut genug bist und dass andere besser sind. Das ist ja auch nochmal das Geilste, ja? Wir sagen von, ja, ich brauche keinen Guru. Aber wir lassen zum Teil sogar den Wetterguru ein Guru sein, der uns sagt, wie das Wetter wird. Oder wir lassen den Bäcker ein Guru sein, der uns sagt, welches Brot am besten ist. Wir lassen den Fernsehen als Guru zu. Ja, wir haben alle so viele Gurus und letztendlich sagt jeder, nö, ich habe keinen Guru. Und niemand weiß, dass keiner da draußen dein Guru sein muss und dass du dich überall inspirieren und unterstützen lassen darfst und dass das auch wirklich toll ist. Aber das geht alles erst fein, sauber, nicht manipulativ, wenn du weißt, dass es eben abgesehen von dieser menschlichen Perspektive, die dir immer deine Fehler und deine nicht gut genugen Sachen und all das, was nicht geht, vorgaukelt, gibt es eben diese Perspektive, die sagt, ja was? Wo kommen denn die ganzen Fehler her? Wo kommt denn das alles her, dass ich nicht gut genug bin? Wo kommt denn das alles her? Wieso wurde das irgendwann mal geglaubt? Was habe denn ich damit zu tun? Und dann wirst du rausfinden, dass du in Wahrheit eben gar nichts damit zu tun hast, dass du irgendwie nicht gut genug warst, dass du ein böses Mädchen warst, dass du ein braves Mädchen warst, was auch immer du für Labels bekommen hast und was auch immer du für Bezeichnungen bekommen hast. Diese Bezeichnungen, die hast du angenommen deine Wahrheit, als das, was du wirklich bist. Und das stimmt eben nicht, sondern das ist einfach eine Ansicht, eine weitläufige Ansicht, die dein Umfeld auf dich projiziert hat. Und du hast diese Projektion übernommen und bist da weitergelaufen als diese Person. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, in Wahrheit, dass du als diese Person durchs Leben läufst, weil du kannst alles machen, was du möchtest, du kannst alles sein, was du möchtest. Nur funktioniert unser Gehirn halt mit gewissen Erlaubnisgebern. Und der maximale Erlaubnisgeber ist einfach, dass du erkennst, dass dein ganzes Sein ein göttliches Design hat. Und wer oder was hat jetzt wirklich tatsächlich dafür gesorgt, dass du hier verkörpert sein kannst, dass dein Blut läuft, dass dein Herz schlägt? Das ist doch höchste Perfektion. Das siehst du schon an der Manifestation deines Körpers. Und wenn du aber davon ausgehst, dass hier keine höchste Perfektion herrscht in deinem Körper, dann wird es eben auch so sein, dass dein Körper dir das dann zeigt. Und wenn du davon ausgehst, dass nicht höchste Perfektion gedacht ist für dein Menschenleben hier auf Erden, sondern eben eingeschränktes Sein, krank sein, eingeschränkt ist auch finanziell eingeschränkt, körperlich eingeschränkt, eingeschränkt in allen Möglichkeiten, eingeschränkt durch deinen Mann, eingeschränkt durch deine Herkunft, eingeschränkt durch alles Mögliche. Und darauf bauen diese Mythen auf. Diese ganzen Mythen, die dir erzählen, was du alles kaufen musst, sei es für deinen Körper, sei es an Nahrungsmittelergänzungen, sei es an Kleidern, dass du erfolgreich wirst. All das ist eine Welt da draußen. Die gibt es. Und in der darfst du spielen, weil in dieser manifestierten Welt, da ist der Spaß, da ist das Lustige, da ist die Freude, da ist es. Aber es ist nicht die Freude, wenn du in dieser Welt auftauchst mit dieser Persönlichkeit, die eben noch wachsen muss, die noch nicht gefestigt ist. Aber da arbeitest du eben auf einer Ansicht, die einfach, wo du nicht gewinnen kannst.
auf einer Ebene, auf einer Dimension über dich, wo du nicht gewinnen kannst. Und da funktioniert keine Selbstliebe, da funktioniert kein Selbstwert, da funktioniert nichts und das kannst du dir nicht kaufen. Und wenn du siehst, die Leute, die jetzt mit mehr Selbstwert auftreten, die mit mehr Selbstwert ihre Sachen anbieten, die mit mehr Sicherheit auftreten, die haben sich Erlaubnisgeber geholt. Ja? Irgendein teures Coaching bezahlt. Die haben sich Erlaubnisgeber geholt, weil sie irgendwann mal plötzlich mehr Geld verdient haben. Aber wenn das alles wegbricht, wenn es einmal kurz wegbricht, dann ist helle Panik. Dann ist helle Panik, dann sind die Erlaubnisgeber weggebrochen, dann funktioniert das alles nicht mehr, was du dir zusammengeschustert hast, da in deiner Human Design Welt, da passiert irgendwie ein Unglück in deiner Familie, in deinen Beziehungen und plötzlich ist alles weg. Alles, was du dir jahrelang angearbeitet hast, antrainiert hast, da ist eine Scheidung, da wirst du verlassen, da passiert irgendwas und dein ganzes Kartenhaus kollabiert und stürzt ein und du hast nichts, du hast keine Ahnung, wieso, du weißt nicht, was du dagegen tun sollst. Du hast doch alles richtig gemacht. Du hast dich doch immer so bemüht. Du warst doch so fleißig. Du warst doch so brav. Und du verstehst aber das Prinzip nicht dahinter. Du bist immer noch ausgeliefert. Du bist vielleicht auf einem anderen Level ausgeliefert, weil du mehr Geld hast oder weil du ein bisschen erfolgreicher bist in deinem Business. Aber du bist immer noch in einer latenten Unsicherheit, du bist in einer latenten Angst und das erkennst du daran, wenn du denkst, oh, hoffentlich passiert das nicht. Oh, hoffentlich passiert das nicht. Oh mein Gott, wenn das passieren würde, dann wäre ich am Arsch. Und das sage ich dir mit aller Liebe, weil ich selber ganz, ganz lange so rumgelaufen bin und das ist genau dieser Punkt. Wenn du so eine Angst hast oder so einen Schrecken hast, wenn du dann kein Konzept hast, wie du das managen kannst, wie du kein Konzept hast, wie du das Ganze verändern kannst, dann brichst du zusammen, dann bricht dein Leben zusammen. Und das ist genau das, was so vielen passiert. Die machen große Schritte und dann passiert irgendwas, was da nicht dazu passt. Dann kommt irgendwas auf und dann sind diese ganzen großen Schritte. Ist alles im Arsch. Und ich sehe es immer wieder. Groß investiert, sich einreden haben lassen, teure Coachings zu kaufen und nochmal eins und nochmal eins. Und immer wieder ist es genau nicht das, was diese Grundlage bietet, wirklich für dein gefestigtes Sein in deinem Divine Design als absoluter Schöpfer, wo du weißt, dass du jede Situation managen kannst, weil du weißt, wie es funktioniert, weil du weißt, wie die Energie dahinter läuft und wie du sie generieren kannst. Und das Witzige ist ja, wenn du es verstanden hast, dann passiert dir auch gar nicht mehr so viel. Dann passiert dir auch gar nicht mehr so viel Schlimmes. Dann kannst du schon vorher dich selber, deinen Seinszustand so managen, weil du weißt wie, weil du die Tools hast, weil du weißt, wie du mit dir umgehen musst, dass die Dinge, die dir Sorgen und Ängste bereiten, gar nicht eintreten. Und das ist bedingungslos. Das ist das einzige, die einzige Bedingung ist, dass du anerkennst, dass du die einzige operierende Kraft, der einzige gemeinsame Nenner in diesem ganzen Spiel bist. Und dass im Außen tatsächlich nichts und niemand Einfluss haben kann. Und wie das funktioniert mit diesen ganzen Energien, das ist für mich eigentlich Grundschule. Das ist Grundschulausbildung. Das muss jeder verstehen. Wenn er keine Lust mehr hat, ausgeliefert zu sein, fremdbestimmt zu sein, sich Sorgen zu machen, Angst vor irgendwelchen Situationen zu haben, dann musst du das verstehen. Du musst verstehen, wie das Leben wirklich funktioniert. Du musst verstehen, wie du alles verändern kannst, indem du deine Energie veränderst. Und du musst nicht nur wissen, dass du deine Energie verändern musst, sondern du musst genau wissen, wie du damit umgehst, was du machen kannst. Was zu tun ist in den verschiedenen Situationen, welche Perspektiven für dich eingenommen werden müssen. Das ist eine komplexe, multidimensionale Geschichte.
Und kann dir nur sagen, wenn du die Schnauze voll hast von all diesem sich ausgeliefert fühlen, all diesem, was soll ich denn noch machen, all diesem, was ist wenn, oh mein Gott, Hilfe, Hilfe, dann musst du das verstehen. Ich bitte dir die Möglichkeit, dir das zu erklären in der Ausbildung zum Master of Divine Design Energetics, dass du wirklich hier diese Grundlagen bekommst. Und auch weißt, woher die Stabilität wirklich kommt in deinem Leben. Und dass du frei bist von jeglichen Einflüssen, sei es von, egal von welchen Gurus, egal von welchen Großverdienern, egal von welchen Millionären, weil du erkennst, was dahinter spielt und wie du selber zu diesem Millionär werden kannst, wie du selber zu dieser glücklichen Frau werden kannst, wie du selber zu dieser glücklichen Beziehung kommen kannst. Und nicht, weil du es woanders abschaust und auch nicht, wo du woanders, weil du endlich eine Strategie gefunden hast, die funktioniert. Es funktioniert jede Strategie, wenn du die Person bist, die weiß, dass jede Strategie für sie funktioniert, dass es nicht an der Strategie liegt. Und wenn du mal von diesem Trichter runterkommst, und weißt, jede Strategie, die ich fahre, weil Strategie heißt übrigens Ziele, Mittel und Wege, hier wird von ganz vielen Menschen übrigens dieses Strategiewort gebraucht, die noch nicht mal wissen, was Strategie bedeutet und wie man Strategien ausarbeitet. Die denken einfach, es ist, wie kann es gehen? Aber eine Strategie ist übrigens nicht, wie kann es gehen? Das sind Ziele, Mittel und Wege. Und Mittel und Wege gibt es unendlich viele. Und wenn sie an dein Ziel ausgerichtet sind und du an dein Ziel ausgerichtet bist, weil du die bist, die in diesem Ziel schon lebt, dann ist es scheißegal, welche Strategie du nimmst. Und damit muss jetzt endlich mal aufgeräumt werden, weil lauter Scheiße weiter erzählt wird und die Leute glauben es, weil es jeder glaubt. Und nachher haben sie viel Geld ausgegeben, haben nichts bewirkt, nichts hat sich verändert. Und dann ist wieder der Coach der Böse, aber wie wäre es denn, wenn du, egal was du bist, ob du Coach und Therapeut bist und wieder einen anderen Coach hast, wie wäre es, wenn du Eigenverantwortung übernimmst und diese ganze Geschichte verstehst, dieses Prinzip verstehst und dir einfach nicht mehr irgendeinen Bären aufbinden lässt von jemandem, wo du glaubst, der schlauer ist oder wo ein Uni Abschluss hat, den ich übrigens auch habe. Ich kommuniziere das ja überhaupt nie, weil ich finde, das ist so unwichtig. Aber letztendlich ist es wichtig, dass ich weiß, dass ich das kann, dass ich weiß, dass ich Expertin bin und dass ich weiß, dass ich mir von Hanebüchen Erzählungen, die mir sagen, um zu musst du, um zu dumm zu, muss ich sagen, nee, ich weiß, was die Energie dahinter ist. Und ich weiß, dass ich um zu nur die richtige Energie generieren muss, die richtige Persönlichkeit demonstrieren muss. Dann wird genau das ausgepusht, was ich haben möchte. Und ich werde weiterhin so solche Klarheitsvideos machen und ich werde mich auch in Zukunft vielleicht ein bisschen kürzer fassen können. Aber ich habe so, so viel zu sagen, weil ich habe genügend Leute getroffen, denen so unendlich viel Geld aus den Taschen gezogen worden ist. Und Hunderttausende in teure Coachings investiert haben und absolut sowas von krass pleite gegangen sind, dass sie nicht mal mehr ihre Miete bezahlen können und ihre Wohnung verlieren. Und das, muss ich sagen, ist für mich Anlass genug, um dieser ganzen Szene mal ein Ende zu bereiten und hier als aufklärende Kraft zu wirken. Weil was da abgezogen wird, egal in welchem Bereich, funktioniert nur, weil die Menschen glauben, dass sie nicht gut genug sind. Weil die Menschen glauben, dass es andere Menschen gibt, die besser sind. Und das ist falsch. Wir sind alle gleich, nur wir sind unterschiedlich. Wir sind genau, diese Szene darf enden. Wir sind alle gleich, nur wir sind unterschiedlich informiert. Und diese Information muss korrigiert werden und richtig gestellt werden. Das ist einfach das A und O. Und dann können wir alle gesund, reich und glücklich sein. Und auch wenn es sich so crazy anhört, es ist einfach nur ein energetisches Spiel, das für jeden da ist. Und da
möchte ich, dass du reinkommst und da möchte ich, dass du rein investierst und nicht in irgendwelche Blasen und Versprechungen, die auf dem aufbauen, dass du nicht gut genug bist und dass jemand anders besser ist. Und das ist scheiße. Also, in diesem Sinne, ich habe einen riesengroßen Shop auf mywellfeeling.com. Da gibt es für alle was. Stehen geile Programme an. Alle auf Basis von Divine Design Energetics. Wie du die Energie generierst, dass das im Außen passiert, was du gerne hättest. Bis dann. Ciao.